Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Hier aus L2er grüße wieder Fluff und Milandra. Hallo. Hallo. Und ja, wir waren beim letzten Mal waren wir ja in der Hauptquest des Stings. Ich muss mich erstmal wieder aktivieren. Was ist die Schlacht im Scher, genau. Bist du schon wieder am Spielen, oder? Ja, ich dachte, bevor uns dieser Alfik da... Alit. Alfik war die Rüstung, die wir tragen. Ja, das habe ich jetzt auch gerade. Der Lustige. Genau. Ja, so. Dann sprechen wir doch mal mit Kamira. Wir müssen in die Stadt kommen und bereit für die Verteidigung sein. Euraxias Truppen sind auf dem Weg. Kettwil hatte eine weitere Vision. Er sah, wie sich die Nekromanten Sumokfom stromfest nähert. Mehr Untote? Genau wie beim Außenposten der Verteidigungsstreitkräfte. Gewöhnliche Truppen sind schon schlimm genug, aber dahintrottende Leichname, die machen selbst den erfahrensten Khajiit-Krieger nervös. Wir müssen Garrosh Ri warnen. Ist die Stadt der Verteidigung diesem Angriff vorbereitet? Fast. Ich wünschte, wir hätten noch einen Tag und einen Rudel Krieger mehr, aber unsere Krallen sind scharf. Tut, was ihr tun müsst und gebt mir danach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Wir werden die Stadt betreten, die Straßen räumen und die letzten Verteidigungsanlagen einrichten, ehe wir Garrosh Ri Meldung machen. Ich bin bereit, Stromfeste zu verteidigen. Oh. Ups. Okay. Was nun? Hast du wahrscheinlich und dann sind wir da, wir Team sind, wahrscheinlich zusammen oder ich habe keine Ahnung. Ups. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich habe mich nur gewundert wegen dem Ladebildschirm. Ja, der kam bei mir auch in dem Moment. Ich hab noch nicht mal angeklickt gehabt. Das wusste ich nicht. Aber ich war soweit auch fertig. Na dann. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe mich schon gewundert, warum sie erzählte, wir müssen in die Stadt kommen. Trefft eure Verbündeten. Sprecher, es gibt neue. Ich dachte auch, brauchst dich doch nur umdrehen, das ist so doch. Unter Euraxias Kräften gibt es Nekromanten. Usurpator-Königin bekämpft uns mit Untoten? 5 Kralle! Findet Hauptmann Nalador und warnt sie! Hauptmann Nalador, ich denke mal hier drin irgendwo. Das sieht aber nicht gut aus. Ihr habt mir meine Relieftafeln da wieder rausgerissen aus der Wand. Da wäre ich aber böse. Schlagt hart zu! Treibt Euraxias Leute zurück! Bleib doch stehen! 5 Kralle! Hat der Sprecher Befehle geschickt? Stromfeste gehört Königin Euraxia, ihr Katzen! Da komm mal rüber hier. Räuberischer Abschaum! Jeder Tote ist ein neuer Rekrut in Euraxias Armee. Ich denke mal, das wird die Stadtmitte sein. Dieser Hass ist immer die gleichen. Dieser muss die anderen warnen. Der Zauber des Nekromanten wird jede Leiche in der Siedlung wiederbeleben. Doch dieser hat echt jetzt? Trefft Samarak im Tempel und vielleicht können wir den Zauber aufheben. Das war jetzt enttäuschend. Samarak im Tempel, ja, da oben wahrscheinlich. Das sieht nach Tempel aus. Ah, noch jemand zum Spielen. Ja. Zu spät. Manu. Ist hier oben noch jemand? Und bestimmt noch. Das kann es ja nicht gewesen sein. Hallo. Gesegnete Mondsäulen. Sie können den nekromantischen Fluch brechen. Ja. Dieser muss Ruhe haben, um sich die Inschrift einzuprägen. Ja. Sie vergossen Blut an diesem heiligen Ort. Oh, die Bücherregale kann man so mitnehmen. Wart auf mich! Jetzt soll ich alleine spielen hier. Das gehe ich mir im Bücherregal auch mal angucken. Vielleicht lernt man ja noch mal was. Manchmal soll man aus Büchern auch was lernen können. Gibt's Gelegenheiten? Da geht's nicht weiter. Jetzt gut hier einfach aus dem Hintergrund kommen und ehrlich.
Was ist denn hier? Mann. Noch jemand hier oben? Was ist das? Habt ihr euch beruhigt? Warum läuft denn da hoch? Müssen wir da lang? Das weiß ich nicht. Aber Samarak ist hier. Achso. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen was zu looten. Träum mal weiter. Regal, Inhalt stehlen. Kann ich noch nicht mal. Keine Ohren, nix? Echt überhaupt nichts hier. Was ist denn hier los? Das ist ein Tempel, da muss man doch was klauen können. Ja, ehrlich. Oh, mittlere Rüstung, toll. Dabei bin ich doch auf leichte Rüstung jetzt spezialisiert. Samarak und das Gebet 1. Komm, suchen wir die gesegnete Säule des Frühlingsmondes. Oh, dann Nee, bin noch nicht fertig. Ach so. Oder? War ich hier schon? Verdammt. Ah, nö, ganz eindeutig nicht. Aber ich trage auch keine mittlere Rüstung. Ach, hast du auch die mittlere Rüstung gefunden? So. Dumm. Warum rennen wir jetzt wieder zurück? Weil er sagt, ich soll hier lang. Ach so. Sind die richtigen? Die können sich nicht entscheiden. Raus, rein, raus, rein. Ja, ja, was denn? Solange der nekromantische Zauber aktiv bleibt, werden die Toten sich weiter erheben. Ja. Und? Mit den Gesegneten tiefer. Okay. Dann gehen wir mal tiefer. Okay. Ich bin wieder aus dem Bereich raus. Im Grund, ne. Hä? Hier ist ein Grund, ne. Auch nicht. Hä? Aktiviert den Gesegneten. Ist nicht. Ich hau was? Euch. Hier ist irgendwie eine Tafel und die kann ich aber nicht lesen. Das ist ein Rätsel? Ja, dann müssen wir trotzdem irgendwas zum Anklicken haben, weil es wäre. Kannst du doch, setz dich auf eine Sitzgelegenheit. Toll. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Und, aktiviert den gesegnete Säule des Frühlingsmondes. Hey, das wäre die hier. Ich laufe jetzt einfach mal hier hoch. Nicht, dass das woanders ist, naja. Dass sich das nur so blöde wieder überschneidet. Nee. Hier ist nur der blöde Tempel. Stimmt, da waren wir ja schon drin. Hä? Also das ist ja eine komische Säule, aber wie aktiviere ich die? Ist das auch die richtige Säule? Solange der nekromantische Zauber aktiv bleibt, werden die Toten sich weiter erheben. Ja, dann sag doch mal, wie es gemacht wird hier. Erledigt die Untoten, während Samarak das Gebet spricht. Ach. Vagri Tashin. Spukianya. Der Frühlingsmond hat den Boden gesegnet. Gehen wir weiter zum Sommer. Du solltest aus dem... Ja. Okay. Du? Weil ich, ja, wo jetzt? Sommermond. Kommt der denn hinterher oder? Ja. Wo geht der denn hin? Jetzt müssen wir hier hinten lang zum Sommermond. Wartet auf mich. Ich bin nicht so schnell. Ich bin so klein noch. Ach nee, der Kleine warst der du. Genau, ich bin der Gnome. So, aktivier mal hier. Übernehmt die Untot, während dieser die Säule des Sonnenmondes aktiviert. Vakri Yashi. Uah.
Säule des Wintermondes in der Nähe der Karsab-Halle. Okay. Wintermond. Das ist aber gut hier. Ehrlich. Kommt noch wer? Okay, hier ist alles. Hallo! Hallo? Hallo, bleibst du hier? Ach, da. Baba Kri Frisin. Die Mondsäulen sind aktiviert. Stromfest ist geläutert. Es klappt. Die Toten sind wieder tot. Wartet. Da das kommt, war alles? Da kommt etwas. Aha. Viele Monde, Drachen. Müssen das vielleicht zwei sein? Gegen Drachen kämpfen. Ja, doch, kann ich. Hier. Schließ! Den Rückzug befehlen. Stimmt. Nein, Stromfeste gehört den Kassen. Kamira, wählt eure nächsten Worte mit Bedacht. Nun spreche ich jene Worte, die mein Volk hören muss. Wir sind Kassen. Wir sind die Kinder von Alkosch. Die Töchter und Söhne von Jone und Jode. Wir flüchten nicht. Nicht einmal vor Drachen. Valok da! Erweist euch als würdig! Vernichtet diese lächerlichen Insekten! Steht mir bei, Bewohner Anekinas! Denn ich bin Kamira, Tochter von König Himakar. Eure Königin. Welchen? Jetzt, Fünfkralle! Setz die Balliste ein, um den Drachen zu Boden zu bringen! Gut gemacht! Ein feiger Angriff! Balogdan wird euch zermalmen! Heiß, heiß, heiß. No. Ich bin betäubt. Ups, bist du mit mir? Hallo? Hör auf mich zu fressen. Das mag ich nicht. Ich hab keine Angst vor dir. Boah, wer liegt da? Kämpft. Wir haben bewiesen, dass Khajiit nicht flüchten, auch nicht vor Drachen. Gepriesen sei Kamira, Tochter von König Himarkar und Königin Numara. Bald werden Krempen und ganz Anekina Mensch. Wieder uns gehören. Blöde Balliste. Die Zeit der Usurpatorkönigin geht zu Ende. Darauf gebe ich euch mein Wort als Erbin Anekinas, Tochter von König Himakar und wahre Königin von Krempen. Wir müssen Pläne schmieden. Kriegsrat, zu mir! Der Sprecher hat recht. Es gibt viel zu tun. Versammeln wir uns in der Karsab-Halle. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da hinten die Halle. Ihr wisst aber schon, dass wir den da runtergeholt haben, den Drachen, ne? Ehrlich, ne? Ich glaube nicht, irgendwie. Ja. Die ganzen Ruhm für sich alleine einheimsen. Tun hier so, als wenn die da so viel gemacht hätten. Die ganze Zeit haben wir da geprügelt und gemacht und getan. Und die haben nur rumgestanden und Karten gespielt. Sehr traurig. Ja. Katzen halt. Vielleicht fehlgeleckt und Wollknäuel hochgekotzt. Entschuldigung. Das wird sein. Schwanz nachgejagt und... Naja. Ach nee, das machen Hunde. Das waren Hunde. Ich habe auch meinen Irrtum bemerkt. So. Tarn. Ihr habt einen Drachen getötet. Ein ja, und der steht auch... Aber lasst es euch nicht den Kopf steigen. Pass auf, jetzt potzt er gleich wieder rum, dass er einen Drachen besiegt hat. Großes Exemplar. Und es wird sich natürlich niemand an eure Tat erinnern. Sie werden alle über die Rückkehr der Königin sprechen.
Ja, und warum habt ihr nicht gegen den Drachen geholfen? Ich hatte volles Vertrauen in eure Befähigung, mit der Lage fertig zu werden. Es war nicht nötig, einzugreifen und euren ruhmreichen Augenblick zu schmälern. Außerdem sind meine beträchtlichen strategischen Fertigkeiten den Khajiit nützlicher als meine Kampfmagie. Ich überlasse das Gemetzel lieber euch. Ja. Wusstet ihr, dass Kamira die rechtmäßige Erbin des Throns von Krempen ist? Ganz ehrlich? Ich hatte keine Ahnung. Kamiras aufrüttelnde Worte waren ja gut und schön, aber es wird mehr als begeisternde Ansprachen und alte Belagerungswaffen brauchen, um meine Halbschwester zu stürzen. Also habt ihr Garish Ri einen Plan entwickelt, um Euraxia zu stürzen? Nach den jüngsten Ereignissen zu urteilen, ergibt nur ein Vorgehen Sinn. Wir müssen gegen Krempen zuschlagen und meine Halbschwester vom Thron entfernen, bevor sie ihre Streitkräfte sammelt. Doch nehmt zunächst dies, eure Entschädigung für das Aufhalten der Untoten und das Töten eines Drachen. Okay, hab meine Dank. Halbschwester ist auch weiterhin eine Peinlichkeit für den Namen unserer Familie. Es wird Zeit, sich um Euraxia zu kümmern. Dauerhaft. Dauerhaft? Wir sollen eure eigene Schwester töten? Halbschwester. Und ja, falls es soweit kommt. Euraxia hat Krempen ohne Erlaubnis erobert. Sie unterdrückt die Khajiit, entfesselt Horden von Untoten und geht Handel mit Drachen ein. Wenn wir sie nicht beseitigen, will ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Haben wir die Truppen für einen direkten Sturmangriff auf den Palast von Krempen? Wer hat denn etwas von einem direkten Sturmangriff gesagt? Hier ist List gefragt. Ich würde eine kleine Gruppe vorschlagen. Sie schleicht sich in den Palast, findet Euraxia und entfernt sie vom Thron mit aller nötigen Härte. Sprecht mit Garish Ri. Er kennt jemanden, der uns hineinbringen kann. Okay, ich werde mit Garish Ri sprechen. Da ich mein wahres Erbe nun offenbart habe, müssen wir rasch handeln, werter Sprecher. Ich gebe der Prinzessin recht. Die Zeit ist gekommen, meine Halbschwester vom Thron zu entfernen. Königin Tarn. Wie die meisten von Abnur Tarns Plänen ist er sowohl brillant als auch leichtsinnig. Damit er auch nur den Hauch einer Erfolgsaussicht hat, müssen wir eine kleine Einsatztruppe ungesehen in den Palast schaffen. Glücklicherweise weiß ich wie. Und was wird unser Weg sein, wie wir in den Palast kommen, ohne Euraxias Wachen zu alarmieren? Der ehemalige Hauswart des Palasts. Er kannte diesen Ort wie seine Westentasche. Erstaunlicherweise hat er die Eroberung durch Euraxia und die Ausmerzung der königlichen Familie überlebt. Findet ihn. Er sollte in der Lage sein, uns einen heimlichen Weg in den Palast nennen zu können. Wer ist dieser Hauswart und wo finde ich ihn? Aneshi. Er diente unter König Himakar als Kastellan des Palasts von Krempen. Ihr findet Aneshi südwestlich von hier, wo er sich heute um einen Schrein des uralten Helden Kunsari kümmert. Bringt in Erfahrung, was er weiß. Trefft danach den Rest des Einsatztrupps in Krempen. Okay, ich werde mich zu dem Schrein aufmachen. Jo. Jetzt irgendwas im Schreibtisch. Obsidian. Ein Rezept Apfelbackfisch. Apfelbackfisch? Was ist das denn? Das klingt nicht lecker. Nee, nicht so richtig, ne? Na, ich glaube, hier war auch nichts Interessantes drin in den Schränken. Oh, Handwerkerstil, die Dunkelelfen. Oh. Hatte sie aber, glaube ich, schon. Ich habe nur dunkles Fleisch. Oh, hier sind gleich zwei Vorlagen drin. Kartoffeln. Ah, toll. Ich hab heute einen Rauf. Ja. Ja, Ginkgo Tonicum brauche ich auch nicht. Viel raus. Nee, hier so Mist. Aber nicht die Dunkelelfen. Das ist ja praktisch. So, ich guck mal kurz auf die Map. Wohin? Hm.
Und dann würde ich sagen, auf zum Wegschrein, oder? Jo. Die Plätze noch im Inventar. Reicht noch. Jetzt war ich so schnell draus, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Was machst du? Zum Wegschrein. Hast du dein Pferd schon aufge... Ja, hab ich schon. Ich hab's schon getuned. Ich mein's auch. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, liebe Leute, wir verabschieden uns hier. Im Stream geht's natürlich weiter. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Elder Scrolls Online. Also bis dahin erstmal ciao. Ciao.